Hi. Hallo. Moin, hallo. Ich muss ablesen, weil die Zahlen sind sehr beeindruckend. 56% mehr als in 2010, laut DAK. Noch nie gab es so viele psychische Erkrankungen und Ausfalltage wie im Corona-Jahr 2020. Die Zahl der Anpassungs- und Angststörungen nimmt zu. Jedes dritte Kind ist verhaltensauffällig, immer mehr Burnout und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die erschrecken und darum will ich mich kümmern. Darüber möchte ich sprechen. Mein Name ist Oliver Gäbel. Ich bin seit über 30 Jahren Fernsehredakteur, habe mein eigenes Unternehmen und drehe Filme für Unternehmen und mit Unternehmern und Unternehmerinnen, mit Selbstständigen. Und da lerne ich ganz, ganz spannende Menschen kennen und mit denen spreche ich in einem kleinen eigenen Format, einfach erklärt, Interviews mit Relevanz. Und da freue ich mich, dass ich heute bei Karen Schönemann bin, Beratung, Coaching, Training. Und wir haben schon mal zusammen gedreht, einen ganz schönen Film, den man sich dann hier auch anschauen kann. Und Genau. du bist aus Dänischen Hagen bei Kiel. Stell dich doch einmal vor, was machst du, wo sind deine Felder, wo ist dein Bereich und wo vielleicht auch nicht? Ja, vielen Dank, Oliver. Ja, mein Name ist Karin Schönemann, wie du sagtest. Ich bin von Haus aus Diplom-Sozialpädagogin, habe diverse Weiterbildungen, Zusatzausbildungen, Interessen verfolgt, die mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin. Und ich biete psychologische Beratung an, also im Allgemeinen Lebensberatung genannt, mache Coachings, Kurse, das ist so der Bereich, genau. Wie wurde, was ist? Wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein Antrieb, das zu machen? Ja, eine wirklich schöne Frage. Warum mache ich das? In erster Linie würde ich immer sagen, weil mich das total erfüllt und glücklich macht. Aber es gibt natürlich vielleicht eine lange Geschichte, dass mich das schon immer irgendwie interessiert hat, was Menschen bewegt, wie Gruppen funktionieren, wieso man Schwierigkeiten mit anderen hat. Das fängt ja schon in der Familie teilweise an. Und dann kamen einige Lebensereignisse dazu, wo ich selber in eine Krise gerutscht bin, als mein Partner damals starb, als ich schwanger war. Und das hat mich nochmal bestätigt, dass es einfach hilfreich ist, wenn man dann Hilfe bekommt, wenn man Menschen hat, die einen irgendwie auffangen können, die nicht aus dem Freundeskreis sind, weil das vielleicht dann irgendwann auch nicht reicht, sondern dass man auch professionelle Hilfe nutzen kann. Schönes Stichwort Hilfe. Ich glaube, Hilfe, meine ganz subjektive Wahrnehmung in Deutschland, nach Hilfe fragen oder um Hilfe bitten und Hilfe annehmen, ist so ein schwieriges Thema in Deutschland. Ja. Entweder muss da eine Gegenleistung erbracht werden oder man steht in der Schuld des anderen und dergleichen mehr. Wie ist das in deiner Wahrnehmung? Um Hilfe bitten, warum ist das dein Thema und mit welchen Hilfsanfragen kommen Menschen zu dir? Oh, das sind jetzt viele Fragen. Also die Frage Ja, erstmal, um Hilfe bitten, wie ist das schwieriges mit, Thema in Deutschland. Ist das auch genau, ist deine das ein Wahrnehmung? schwieriges Thema? Ich denke schon. Also ich kann, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Die Menschen, die zu mir kommen, die suchen ja Hilfe. So. Also ich spreche ja nicht mit denen, die nicht kommen. Aber natürlich kenne ich das auch viel aus privaten Kreisen, dass da irgendwie vielleicht so eine Hürde im Kopf ist. Vielleicht erstmal selber zu verstehen, was ist hier eigentlich mein Problem und dann rauszufinden, und wie gibt es da jemanden oder wie finde ich jemanden, der da hilfreich sein könnte. Und dann vielleicht auch manchmal sowas noch, sich die Erlaubnis zu geben, das dann auch tatsächlich zu nutzen. Also eine Gegenleistung wird hier ja erbracht, ne? Man muss mich bezahlen und insofern ist das auch manchmal ein ganz gutes Gefühl, weil sich das dadurch ausgleicht. Ich bekomme viel Hilfe und das ist es mir dann auch wert. Das hat dann ja auch einen großen Wert, wenn man sich dafür so stark engagiert. Aber ich bin manchmal erstaunt, dass viele gar nicht wissen, dass es Hilfe gibt. So. Ja. Spielt da Scham vielleicht auch eine Rolle? Scham ist vielleicht noch vorher. Also manchmal Scham könnte sein, dass ich zwar irgendwie merke, ich habe ein Problem, aber ich möchte mir das noch nicht eingestehen. Da könnte Scham eine Rolle spielen. Wenn ich dann schon so weit bin zu merken, doch, ich habe da wirklich ein Problem und ich vertraue mich auch anderen an, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so schwierig. So. Aber was natürlich schwierig ist, manchmal sucht man lange, bis man jemanden findet und man muss immer wieder von vorne anfangen und erstmal so also das hervorkramen, was so intim ist eigentlich und auch unangenehm, das erstmal zu formulieren. Und oftmals
kommen auch Menschen und sagen, sie wissen gar nicht genau, was sie haben, aber irgendwie haben sie ein Problem. So. Und für mich ist das, für mich reicht das eigentlich, das ist total gut, denn dann machen wir uns gemeinsam auf die Suche. Auf welche Suchen begibt man sich mit dir und auf welche auch nicht, wo sind deine Grenzen? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das nochmal abzustecken, das Feld, in dem du unterwegs bist oder wo dann auch nicht mehr. Du spielst wahrscheinlich so auf Therapien und Beratung an, wo der Unterschied ist. Also genau. Wo ist mein Bereich? Mein Bereich ist groß. Das sage ich erstmal vorweg. Ich finde, Beratung kann wahnsinnig viel abdecken, so in ganz vielen Bereichen. Es kann persönliche Sachen sein, also ich habe mit mir Probleme, ich merke, ich komme immer an irgendwelche Grenzen. Es können Beziehungsthemen sein, ich finde ja grundsätzlich, ist das meiste ein Beziehungsthema, Beziehung mit mir selber, Beziehung mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit Familie, Beziehung zu meiner Arbeit, Beziehung zu meinen Freunden, Beziehung zu meiner Chefin oder meinem Chef. Also irgendwo stehe ich immer in Beziehung. Und in all diesen Bereichen kann ich an Ecken und an Kanten stoßen und selber mit meinen Hausmittelchen nicht mehr zurechtkommen und dann braucht es Hilfe. Abgrenzen tue ich mich von, wenn es um Therapien geht. Ich bin keine Therapeutin, dazu muss man Psychologie studiert haben oder Medizin und so weiter. Und dann kann man eine kassenärztliche Zulassung bekommen. Und ich finde es relativ leicht voneinander abzugrenzen. Bei einer Psychotherapie habe ich eine psychische Erkrankung und die soll geheilt werden. Und bei einer psychologischen Beratung, da habe ich ein Anliegen oder ein Problem oder ein konkretes Ziel, das verfolge ich und dazu fehlen mir irgendwie die Wege. So. Natürlich geht das irgendwo ineinander über und es schließt sich auch gar nicht voneinander aus. Also ich habe auch schon Menschen gehabt, die eine Depression haben, schon ihr Leben lang, die oft Therapien gemacht haben, die ganz gut aufgestellt sind, mit ihrem Leben einigermaßen zurechtkommen, aber die dann vielleicht auf Partnerschaftssuche sind und merken, ich stoße da immer wieder dran und es kommt keiner. Und dann, dann ist das Anliegen sozusagen. Dann ist ja nicht das Thema, die Depression zu heilen, sondern andere Themen im Leben voranzutragen. Ja. Mit welchen Themen kommen die Menschen zu dir? Du hast Paarberatung angesprochen oder Beziehungsberatung. Beschreib doch mal, was da so Themen sind, was ist aktuell Thema? Was sind allgemeine Themen, mit denen man sich an dich wendet und was passiert dann? Ja, es ist sehr vielseitig. Zu mir kommen Männer und Frauen. Ich habe einen großen Teil auch Männer, was ich total schön finde. Man denkt ja immer, Frauen kommen in Beratung oder suchen sich eher Hilfe, aber das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, ja. Ja. Also es ist ein etwas kleinerer Teil als Frauen, aber durchaus. Ja, mit Beziehungsproblemen kommen einige. Da bietet sich eher ein Coaching an. Zum Beispiel hatte ich eine Leitungskraft hier, die Probleme hatte mit ihrer weiteren Vorgesetzten und gemerkt hat, sie stößt immer in heiklen Gesprächen, fühlt sie sich plötzlich wie ein kleines Mädchen und weiß nicht mehr, was sie sagen soll. Wir haben dann daran gearbeitet und letztendlich hat sie für sich rausfinden können, wo das herkommt und welche Fehler sie in diesen Gesprächen so als im Hinterkopf hatte. Und dann hat sie es geschafft, relativ souverän auch in solchen Situationen auf alle ihre Kompetenzen zugreifen zu können und hat mittlerweile einen anderen Leitungsposten angeboten bekommen. Genau, also mit solchen Themen kann man natürlich kommen. Beziehungsthemen hatte ich wahrscheinlich schon gesagt. Also ganz häufig Kommunikation. Es kommen dann auch die Frau oder der Mann alleine und sagen, aber ich habe ein Beziehungsproblem. Das funktioniert auch. Man kann auch Beziehungs- oder Partnerschaftsberatung machen mit einer Person und gucken, meistens sind das Kommunikationsprobleme, dass man sich nicht traut, über Bedürfnisse zu sprechen oder immer wieder an den gleichen Streitpunkten zu kommen. Was habe ich noch? Wie gesagt, die eine Frau, die einen Mann suchte. Hat sie mittlerweile Erfolg? Sie am Ende hat sie einen kennengelernt. Also sie hat immer mal wieder einen kennengelernt, aber sie sagt, sie lernt immer den gleichen Typ kennen und irgendwie funktioniert das nicht. Ja. Und das war sehr schön. Sie konnte durch die Beratung hier erkennen, was so ihr Muster ist und konnte sich davon ein bisschen lösen. Und am Ende hat sie einen sehr interessanten Mann kennengelernt. Ich wünsche ihr, dass das
auch weiter gut gegangen ist. Aber das war natürlich ein toller Erfolg. Ja, interessantes Thema, was wahrscheinlich viele angeht letztendlich, den richtigen Partner endlich finden oder wiederfinden. Beschreib doch mal an dem konkreten Fall, was passiert da genau jetzt? Wie geht das vor? Also welche Struktur hast du da? Auf was muss ich mich einstellen? Ich nehme ja auch an, das ist eher ein Dauerlauf insgesamt als ein Sprint. Es gibt ja nicht die 5 tollsten Tipps, wie man sofort den besten Mann seines Lebens kennenlernt. Sonst wären ja alle in tollen Beziehungen. Aber beschreib mal, wie der Prozess ist. Was machst du? Wie machst du es, damit aus einem Problem eine Lösung wird? Ja, sehr gut. Ich muss da einmal einhaken. Also es geht ja nicht nur darum, jemand Tolles zu finden. Das kennen wir wahrscheinlich alle, die schon mal Beziehungen hatten. Irgendwann ist auch gerade mal der Partner oder die Partnerin nicht mehr der Tollste. Und dann gilt es ja auch dann, Wege zu finden, damit es wieder wird. Mhm. So, auch da kann ich ja eine Menge zu beitragen. Insofern sind das verschiedene Sachen. Also bei diesem konkreten Beispiel, oder ich kann es ja beispielhaft nehmen, wir haben eine Zeit lang darüber gesprochen, was für Beziehungen sie denn schon hatte. Also wie ist so ihr eigenes Beziehungsmuster, nenne ich das mal. Was hat sie für Erfahrungen gemacht und wie ist sie damit umgegangen? Und was hat sie für sich daraus geschlossen, was ihr überhaupt wichtig ist in der Beziehung? Denn manchmal ist es sehr hilfreich, dass einem bewusst wird, was will ich denn eigentlich? Ne? So eine eierlegende Wollmilchsau funktioniert meistens nicht, aber so denken die wenigsten. Aber die meisten ist es hilfreich zu konkretisieren, wie soll er sein und wie soll er vor allen Dingen nicht mehr sein. Manchmal ist es gut zu gucken, warum spricht mich denn immer genau so eine Art Mensch an, wenn ich doch weiß, das hat die schon mal in Grün, Blau und Gelb. Dann gehe ich auch gerne mal in die Vergangenheit und gucke, woher kommt das. Beziehungsmuster lernen wir ja in der Familie von klein auf an. Und natürlich prägen uns die Menschen, mit denen wir groß geworden sind. Mhm. Und wenn das sehr unglücklich gelaufen ist, dann wiederholen wir das so lange in unseren neuen Partnerschaften, bis wir es verstanden haben. Okay. Und wenn wir es dann, und das ist ein großer Faktor, finde ich, wenn ich das Problem erstmal richtig gut verstanden habe, was bei mir passiert, dann finde ich auch leichter eine Lösung daraus, weil ich dann entscheiden kann, ja, und genau das möchte ich jetzt nicht mehr. Jetzt suche ich mir mal ein anderes Muster. Ja. Also du bist dann quasi die, die den Teufelskreis irgendwie abschneidet oder die da irgendwo sagt, so warte mal, hier ist jetzt mal Stopp, das dreht sich jetzt nicht mehr weiter im Kreis, sondern das könnte das Ende sein, dieses Teufelskreises. Oder was ist das, die Art, wie du da rangehst dann? Also ich schneide da gar nichts ab, denn ich bin eigentlich nur diejenige, die den Prozess begleitet, natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Ideen und Kompetenzen und so weiter. Aber letztendlich ist das ein Zusammenspiel zwischen mir und der Klientin. Mhm. So, also das, was Beratung ja ausmacht, ist, dass es eine gute Beziehung gibt. Und da macht dann eine Klientin auch schon die erste Erfahrung einer guten Beziehung. Und wie baut man Vertrauen auf? Mhm. So. Und das passiert natürlich unbewusst, aber jeder und jede, die mal in irgendwie einer Beratung war, weiß, ich fühle mich bei der wohl oder nicht. So, und das stellt sich ziemlich schnell heraus und dann kann das gut funktionieren. Das ist eigentlich, man sagt, das ist eigentlich das Geheimnis jeder funktionierenden Beratung, dass es gut läuft zwischen der Beraterin und Klientin. Ja. Für Therapien gilt das genauso. So, und dann helfe ich ja dabei, dass Dinge bewusst werden, und zwar so bewusst wie möglich, aber die entscheidenden Abläufe innerlich und Veränderungsprozesse, die passieren ja bei der Person, die kommt. Okay. Und wenn die Aha-Erlebnisse hat, dann schneidet die selber ihre Muster ab. Ja, okay, stimmt. Also ja. Hilfe zur Selbsthilfe. Auf jeden Fall, ja, ja natürlich. Genau. Ja. Das ist ja so eine Grundhaltung. Also die Heilung oder die Ziele, die Lösung, die Ziele, die Heilung passiert in der eigenen Person. Ja. Was sind in deiner Wahrnehmung so aktuell heikle Themen und wo kannst du Hilfestellung bieten? Also aktuell, wenn man es jetzt auf die Corona-Situation bezieht, ist es ja interessant zu gucken, was bedeutet eigentlich Corona weltweit. Denn ich habe immer also ich mag die Perspektive dann zu gucken, was bedeutet das eigentlich für jede einzelne Person. Und weltweit ist es eine Krise und das Gleiche passiert weltweit
Genauso wie bei einem einzelnen Menschen bei einer Krise. Das kann man einfach übertragen. Also wie im Großen, so im Kleinen. Ja, genau, quasi. So wollte ich das sagen, genau. Ja. Und was passiert in einer Krise? Also gut gehen tut es uns dann, wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. So. Und die kann man ziemlich klar benennen, was so Grundbedürfnisse sind. Ich mag da so eine Idee von Klaus Grawe, der hat da ganz viel geforscht und gemacht. Der sagt, wir haben 4 Grundbedürfnisse. Das eine ist Kontrolle, Orientierung und Sicherheit. Das zweite ist soziale Bindung. Das dritte wäre Selbstwert. Und das vierte ist Lust bzw. Unlustvermeidung. So. Und wenn man sich das vor Augen führt, oder er sagt, wenn diese Grundbedürfnisse dauerhaft frustriert werden oder nicht erfüllt werden, dann geraten wir in Stress. Und wenn wir zu viel in Stress geraten, dann entstehen psychische Erkrankungen oder Belastungen und dann können das Erkrankungen werden. Und wenn man sich das nur vor Augen führt, dann kann man das sehr gut erkennen, was passiert in der Krise. Da ist immer irgendwas bedroht und bei Corona weltweit wahrscheinlich alle 4 Bereiche. Aber jetzt, um zurückzukommen auf deine Frage, was ich am meisten erlebe, ist natürlich das Gefühl von Sicherheit. Was verloren geht. Das im Moment am stärksten betroffen ist. Und wenn mir das fehlt, dann löst das Ängste aus und dann ist das Angst. Also Angst dann ist ein Problem für viele Bereiche. Also alles, was damit zusammenhängt. Angst vor der Zukunft, Angst um meine Gesundheit, Angst um meine Familie vielleicht, Angst um meinen Arbeitsplatz und so weiter. Und das kann Angsterkrankungen, was du auch in den Zahlen gesehen hast, die Angsterkrankungen steigen, Zwänge steigen, sowas nehme ich auch wahr. Und als zweites sage ich jetzt, aber ich will das gar nicht so unbedingt festnageln, also wie gesagt, alle 4 sind, glaube ich, betroffen, aber das zweite sind natürlich soziale Bindungen. Also dieses Einschränken, privat nicht mehr die Menschen treffen zu können, die mir wichtig sind oder auch mich selber irgendwie anpassen zu müssen, das ist ein wesentlicher Faktor. Und insofern spielt Einsamkeit eine große Rolle zurzeit. Einsamkeit. Oh ja, ja, kann ich mir vorstellen. Genau, also du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Single-Haushalte wir in Deutschland haben, aber die sind jetzt alleine zu Hause. So, die sind alleine zu Hause. Ja, ja, genau. Und jetzt sind sie aber noch natürlich kannst du, Single sein kann auch Spaß machen. Und wenn man ein geselliger Typ ist, dann geht man aus und hat Kontakt und so weiter und die sind jetzt nicht mehr da. Und die Aussicht, jemanden kennenzulernen, ist verdammt schwierig, wenn man gar nicht dahin gehen darf, wo Menschen sind. Ja, die Online-Partnerbörsen werden explodieren. Das möglicherweise, genau. Ist ja auch nicht das Verkehrteste. Aber dann, das ist wirklich schwierig, wenn man mal weiterdenkt. Du gehst dann mit Maske spazieren, wie lernt man sich kennen? Wobei, das ist so ein bisschen am Rande. Ich will es auch gar nicht lustig machen. Zu Hause zu sitzen, triggert natürlich dieses Gefühl von, ich bin hier alleine. Und was bedeutet das eigentlich für mich? Was ist, wenn ich krank werde? Wer kümmert sich um mich? Wie kann ich Kontakt halten? Ja, das sind, glaube ich, die großen Themen. Und Lust- und Unlustvermeidung, das gehört natürlich mit da rein in diesen ganzen Freizeitbereich. Also ich kann nicht mehr zum Chor gehen und singen, ich kann keinen Sport mehr machen im Verein. Also ich habe keine kulturelle Anregung mehr. Also da sind eine ganze Menge Bedürfnisse, die nicht nur bedroht sind, sondern einfach gar nicht erfüllt werden können. Und wenn die nicht erfüllt werden, gerate ich möglicherweise in diese Stresssituation, was du gesagt hast. Kannst du so ein paar Faktoren nennen, wo ich an mir selber erkennen kann, jetzt ist vielleicht, sollte ich doch mal zum Hörer greifen oder mal schauen, ob es Hilfsangebote gibt, wie zum Beispiel für dich. Also so, dass man, ja, ist das auch so eine Selbstfürsorge, ich sage, drehe ich mich so sehr im Kreis oder bin so sehr in der Grübelspirale, dass ich vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Hast du da ein paar Faktoren, die ich bei mir selber entdecken kann? Also ein paar hast du ja gerade genannt. Also ich sage immer, man braucht dann Hilfe, wenn die eigenen Hausmittel nicht mehr reichen. Wenn es nicht mehr reicht, mich auszutauschen mit einer Freundin oder wenn ich verschiedene Handlungsstrategien ausprobiert habe und es funktioniert einfach nicht und ich merke, ich drehe mich immer wieder im Kreis an den gleichen Stellen, dann brauche ich vielleicht jemand Fremdes, der oder die mir da weiterhelfen kann. Ja. Wie finde ich denjenigen? Also mich findest du ganz einfach. Das ist immer eine gute Frage, ich kann es gar nicht sagen. Du kannst im Internet suchen, kannst Suchbegriffe eingeben.
War das, meinst du wie das? Ja, also wie finde ich den, der zu mir passt zum Beispiel? Ja gut, das ist natürlich eine andere Sache. Ich rate immer dazu, mehrere auszuprobieren. Also das gilt natürlich für Therapien genauso wie bei mir für Beratung. Ja. So. Da kommt natürlich dann direkt auch die Frage für viele bestimmt, ja, was kostet das, kann ich das bezahlen? Meine persönliche Meinung ist ja dazu, eigentlich müsste jeder Mensch einen Coach haben, der immer mal so die Vogelperspektive einnimmt und auch mal einen anderen Blick drauf wirft. Und insofern ist das eine Dienstleistung, die bezahlt werden muss, die aber als Investition angesehen wird. Mhm. Aber gibt es Dinge, die eine Kasse übernimmt zum Beispiel? Wie sieht das aus in größeren Organisationen? Gibt es da Möglichkeiten der Refinanzierung, sage ich mal? Ich weiß nicht genau, woran du gerade denkst. Therapien werden natürlich von der Kasse übernommen. Mhm. Was ich tatsächlich in meinen Beratungen manchmal mache, ich gehe da sehr, sehr sensibel und offen auch mit um, wenn ich merke, es reicht nicht in der Beratung, sondern es tut sich ein Thema auf, wo eine Therapie notwendig wäre. Mhm. Da biete ich mittlerweile an, dass ich begleite, bis jemand einen Platz gefunden hat. Denn das System ist so schwierig, sich da durchzuwuseln, bis man jemanden gefunden hat. Das kann leicht von 6 bis 12 Monaten dauern. Mhm. Und alleine jemanden zu finden und einen Termin zu bekommen und dann noch jemanden aussuchen zu wollen, da braucht man echt, da muss man sehr, sehr hoch motiviert sein, was man ja meistens nicht ist in so einer Situation. Also das ist ziemlich schwierig. Das würde dann natürlich bezahlt werden. Ich werde privat bezahlt und da gibt es auch keine Refinanzierung. Und wie setzt du das oder wie kann man das in Relation setzen? Mhm. Weil ich glaube, ebenso wie eingangs die Frage, ach naja, Hilfe annehmen, das ist so ein bisschen komisch, glaube ich, ist es auch heute schwierig, ja, dafür gebe ich Geld aus, aber für, keine Ahnung, ein paar Schuhe habe ich ja kein Problem, Geld auszugeben. Mhm. Vielleicht kannst du das mal in eine Relation setzen oder letztendlich einfach mal dafür trommeln, dass das ja eine Investition in sich selber ist, oder sehe ich das falsch? Ja, du trommelst ja gerade schon gut selber. natürlich, also ich persönlich vertrete auf jeden Fall die Meinung, dass das immer gutes Geld ist, investiert in sich selber. Hm. Also was nützen mir die guten Schuhe, wenn ich mich nicht traue, zum Tanzen zu gehen oder so, ne? Also, oder ich finde gerade auch, dafür könnte man eine Krise nutzen, wenn man nicht gerade ums Überleben kämpft, aber dann zu gucken, ich finde, dass eine Krise wirft dann ja immer wieder darauf zurück, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Mhm. Und ich glaube, im Moment wird das vielen Menschen sehr, sehr bewusst, also auch positiv bewusst, nicht nur negativ. Und wenn ich merke, das Wichtigste bin ich eigentlich in meinem Leben und dass es mir gut geht, und dann kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Wie soll mir das sonst gelingen, wenn ich selber, down bin, wie soll ich dann anderen helfen, irgendwie den Kopf hochzuhalten? Mhm. So? Dann ist das natürlich immer gut investiertes Geld. Aber ja, es ist Geld und man kann es gut in Relation setzen, denke ich. Also wenn ich mir vorstelle, jemand kommt 10, 15 Mal in eine Beratung, das ist ein relativ langer Prozess, in dem man unglaublich weit kommen kann. Und das sind dann vielleicht 800 bis 1000 Euro. Mhm. Und dann kann ich mir das ja überlegen. Das ist dann ja über, man kommt ja nicht täglich, sondern das ist dann über einen längeren Zeitraum. Also monatlich sind es vielleicht 300 Euro oder 250 Euro. Kann ich mir überlegen, ob ich das hier investieren möchte. Oder was ich sonst mir für so viel Geld leiste. Ein Kurzurlaub kostet vielleicht so viel. Zurzeit kann man nicht in Urlaub fahren. Also, oder ich weiß nicht, was einem sonst so lieb ist. Ne? Man spart dann vielleicht länger auf ein neues Auto oder solche Sachen. Aber es ist natürlich eine greifbare Größe. Es kommen auch viele am Anfang und fragen natürlich, wie lange wird das dauern? Das weiß ich ja nicht. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast 10, 15 Sitzungen Also beschreib doch mal, welche Längen, welche Dauer sind möglicherweise so Pi mal Daumen? Es ist wirklich unterschiedlich. Also ich finde die Frage natürlich berechtigt und ich ermutige dann immer, dass man sich vielleicht überlegt, wir treffen uns 4-mal und dann machen wir ein Resümee und sehen, ob es schon fertig ist oder ob es in die richtige Richtung wird ja sowieso oft geguckt, ob das überhaupt passend ist, aber wie lange das noch geht, dann kann man das viel besser sagen. Das finden viele gut, also dass man da einfach offen mit umgehen kann. Wir gucken nach 4-mal nochmal und dann kann die Person auch gerne sagen, jetzt reicht's. Oder ich hatte das eine, die hat gesagt,
ich will mir 5 Mal gönnen. So. Mehr kann ich nicht. Und mal gucken, was wir in der Zeit schaffen. Ja. Und andere wollen das am Anfang vielleicht möglichst schnell, aber dann merken sie, das tut denen total gut, jemanden zu haben, die von außen vielleicht so eine Art Übersetzungsarbeit leistet, um die Partnerin besser zu verstehen oder wie auch immer, dann mögen die das auch über einen längeren Zeitraum, aber man macht die Abstände länger. Ich habe zum Beispiel eine Lehrerin, die ist seit Jahren bei mir, die nutzt das als Prophylaxe für sich. Die sagt, sie will nicht ins Burnout, da war sie mal kurz davor, dann hat sie ein Sabbatjahr gemacht und seitdem kommt sie regelmäßig alle 6 Wochen zu mir und immer zu gucken, wie gut geht es mir in meiner Selbstfürsorge, bin ich noch auf dem Damm hier, ist das noch alles in Ordnung und und behält es so bei. Sehr, ja, das finde ich eine sehr schöne Variante. Das ist wirklich so dieses, ja, so ein Dauercoaching, wo man immer mal wieder guckt, wo stehe ich, wo will ich hin, gibt es vielleicht neue Themen. Ja. Mhm. Wir hatten vorhin gesagt, das hat mich tatsächlich überrascht, dass du fast ungefähr gleich Männlein-Weiblein hast. Hätte ich nicht gedacht, aber wo sind da die Unterschiede in den Themen? Das würde mich mal interessieren. Oder sind die vielleicht sogar identisch? Bei Männlein und Weiblein? Das ist eine echt gute Frage. Ich finde, von der Motivation her ist es total identisch, denn die, die herkommen, die sind hochmotiviert, etwas zu verändern. Sonst macht man das nicht. So. Und das heißt, die haben alle schon mal drüber nachgedacht, ja, irgendwas stimmt hier ja nicht und so, und legen das da. Und bei den, vielleicht könnte ich sagen, bei den Männern ist es oft ein Beziehungsthema. Dass sie sagen, meine Freundin sagt, ich reagiere in bestimmten Situationen immer so komisch und ich soll mal jemanden suchen. So. Oder die einfach merken, in bestimmten Situationen kann ich mich gar nicht richtig gut verhalten. Oder ja doch, dass sie Fragen zu ihrer eigenen Emotionalität haben, auch wenn sie es vielleicht anders ausdrücken, aber dafür dann auch sehr offen sind. Und bei den Frauen würde ich fast sagen, ist es viel vielfältiger an Themen, die kommen. Also wie gesagt, ich hatte eine mit Prüfungsangst zum Beispiel, das war auch ein ganz tolles, das war ein Beispiel, sehr häufiges Thema, Prüfungsangst. Ne? Also, ja, sowas, oder Prüfungsangst, Lampenfieber, ne, vor schwierigen Gesprächen und sowas. Das, genau, sowas habe ich. Wie ging das aus? Das war eine der kürzeren Sachen, das ging relativ schnell. Okay. Das ging tatsächlich relativ schnell. Die war natürlich, also das hängt natürlich immer von der Person ab, aber die war sehr offen dafür sehr tief zu graben, weil die das schon sehr lange von sich kannte. Die hatte zum 2. Mal ihren Master begonnen und an der gleichen Stelle saß sie und sagte, sie kann nicht mehr schreiben. Beim 1. Mal hat sie es abgebrochen, beim 2. Mal war sie bei mir. Mhm. Und wir haben, ich glaube, 3 Sitzungen gehabt und haben sehr tief gegraben, sage ich mal. Also wirklich, es ging in ihre sehr tiefe Geschichte, konnten das durch eine Aufstellung ganz schön, man nennt das externalisieren, also quasi den inneren Prozess außen so darstellen und sie konnte das dann integrieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil, sodass sich die Probleme innerlich auflösen konnten. Und ein halbes Jahr später hat sie mir geschrieben, sie hat bestanden, sie hat eine tolle Anstellung gekriegt und sie ist mir sehr dankbar. Das war ein Highlight auch für mich nochmal. Ja. Großartig. Du hast eine Methode gerade erwähnt, Aufstellung. Mhm. Beschreib doch mal die Methoden oder Dinge, die du so benutzt. Ja, das mache ich gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe ein paar Sachen, sieht man ja im Bild. Ich habe hier, das ist ein, man nennt es Systembrett, man kann es auch anders nennen. Ich benutze manchmal diese Figuren zum Aufstellen. Ich habe da hinten Steine liegen, da kann man hier drauf arbeiten. Das finde ich immer ganz erstaunlich. Man kann ganz vieles damit darstellen, wenn es so um Partnerschaftsprobleme geht, finde ich, ist zum Beispiel eine Sache ganz toll, sich erstmal bewusst zu machen, wenn es zum Beispiel Patchwork ist, was ja in unserem Alter öfter mal vorkommt, wenn man jemand Neues kennenlernt, dann haben die meistens Familie, Kinder, Ex-Partnerinnen, was auch immer. Und dann klar zu machen, welche Beziehungen denn laufen hier eigentlich? Also es ist ja nicht nur das Paar, das sich neu trifft, sondern dann gibt es vielleicht ein Kind, was jetzt bei diesem Paar wohnt, aus der Ehe der Frau, die sie mitgebracht hat. Und dann gibt es vielleicht noch Kinder von dem Mann, die ab und zu dazukommen. Und dann hat man schon ein Geflecht, wenn ich dir das, ich wollte es mal aufmalen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber wenn man dann schon anfängt, dann hat man einmal das Paar, dann hat man die Mutter mit ihrem Kind, den Vater mit seinen Kindern, dann jetzt die alle zusammen, dann nochmal als kleine, also zu dritt vielleicht, die jetzt zusammen wohnen, aber dann zu fünft, wenn die am Wochenende sich treffen.
Dann die Frau mit den neuen Kindern, Bonuskinder, wie man so schön sagt. Mhm. Andersrum der Mann mit dem anderen Kind. Wenn die jetzt noch ein neues Kind zusammenkriegen, dann wird das schon gar nicht mehr übersichtlich. Und wenn da mal was schiefläuft oder Probleme entstehen, ist das schnell zu verstehen, warum das so ist. Ja, und das genau mit diesen Aufstellungen. Ne? Ich glaube, genau, das ist sehr einfach. Genau, sowas kann ich hier machen. Ich habe da Tücher, damit arbeite ich, wenn ich das im Raum aufstelle. Das ist ganz schön. Sowas mal ist deswegen so schön, wenn man noch mal ein bisschen in Bewegung kommt und dadurch auch die Gefühle sozusagen sich in Bewegung noch mal anders fühlen lassen. Ja. So, genau. Ja. Genau. Und es wird auch einfach visualisiert, denke ich. Das ist irgendwie das nicht ist so nur diese Kopfgrübelei, sondern guck mal, so steht das zueinander und Ja, man kann es von außen besser betrachten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, das sind Methoden. Ich arbeite manchmal mit der Flipchart. Ich mache ein Genogramm zum Beispiel, habe ich mal gemacht. Dann malt man sich den ganzen Stammbaum auf und kann gucken, was für Themen bringe ich eigentlich so mit aus meiner Familie und was ist vielleicht schon so ein Ahnenproblem, was meine Großeltern schon irgendwie mit reingebracht haben und ich gebe das gerade an meine Kinder. Will ich das eigentlich? Ja. Genau, sowas mache ich. Wobei bei allen Methoden, die ich so habe, also es sind viele, aber es geht ja immer um das, was du eben auch angesprochen hast, es geht eigentlich immer darum, sich selber im Inneren besser zu verstehen. Also ich bringe es dann zwar nach draußen, aber eigentlich passiert der Prozess drin. Mhm. Und deswegen so sitzen wie wir und Gespräche führen, ist immer noch eigentlich die Basis. So. Mhm. Ja. Ja. Und dann juckt es mich irgendwann, dann bringe ich es mal nach draußen. Oder spürst du das dann, was so für denjenigen vielleicht sinnvoll sein könnte? Oder? Ja, natürlich. Mhm. Ja. Und ich arbeite sehr transparent, das ist mir ganz wichtig, dass immer ganz klar ist, was habe ich gerade vor, was merke ich gerade, schwebt mir im Kopf vor. Und wenn ich jetzt eine Methode anbiete, dann erkläre ich die vorher auch, was mein Ziel damit ist, bevor ich das anfange. Natürlich, das gehört dazu. Ja. Du bietest Trainings und Kurse auch an. Mhm. Beschreib doch mal, was sind das für Trainings und Kurse, für wen sind die geeignet? Also mein Lieblingskurs ist ja Salute, was die Seele stark macht. Und das ist ein Kurs, der eigentlich genau da ansetzt, wovon wir vorhin gesprochen haben. Also da geht es um Resilienzfaktoren, also die Faktoren oder das, was mich seelisch und innerlich stark macht. Und da geht es natürlich viel um die Bedürfnisse und zu gucken, wie kann ich meine Bedürfnisse so erfüllen, dass ich einfach auch gesund bleibe. Genau, das ist so der Hauptkurs. Der ist von den Krankenkassen auch gefördert, geht über 10-mal. Ach guck, genau, das ist immer ein sehr schöner Kurs. Ja. Und das ist ein Einzelkurs oder ist das ein mit mehreren Leuten? Mit mehreren, deswegen zurzeit kann der so nicht stattfinden natürlich. Mhm. Leider natürlich. Genau, man kann ihn auch online machen, das ist bisher noch nicht angenommen worden. Und da geht auch viel verloren, weil das ein Kurs ist, wo ganz viel auch sinnlich, also gerade mit Sachen angucken und austauschen und Bilder malen und was weiß ich. Also da geht viel verloren, wenn man das nur online macht, auch wenn es möglich wäre. Ja, da muss man noch ein bisschen warten. Ja. Aber der trägt, finde ich, total viel dazu bei, der macht so ganz viele Sachen sichtbar, wie wichtig das ist, sich um sich selber zu kümmern. Und da finde ich, fehlt vielen diese Erlaubnis zu sagen, ich bin wirklich wichtig und es ist wichtig. Das ist kein Egoismus oder auch keine Rücksichtslosigkeit, wenn ich mich um mich kümmere, sondern das ist total essentiell für mich. Und dann kann ich auch wirklich freudvoll in die Welt gehen und andere dabei begleiten, das Gleiche zu tun. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber diese Erlaubnis muss man sich ja selbst geben. Ja, genau. Richtig? Also das ist ja nichts, was von außen kommt. Mhm. Ja. Aber es macht Spaß, sich diese Erlaubnis zu geben. Ja, das glaube ich. Also ich bin ja da auch ein großer Verfechter von, insofern hast du mich da eh schon abgeholt. Aber ich glaube, dass das jetzt auch tatsächlich aufgrund der allgemeinen Problematik im Moment nochmal einen deutlichen Schub kriegen wird, dass Menschen sagen, nee, warte mal, ich muss mich um mich selber kümmern. Oder was nimmst du da wahr? Was ist deine Prognose? Ja, ich glaube, es geht ganz viel darum, gerade wo wir jetzt auch von der Krise gesprochen haben. Im Moment muss man ja auf ganz, ganz vieles verzichten. Und deswegen ist es umso wichtiger zu gucken, wo kann ich diese Bedürfnisse trotzdem befriedigen? Also wo kann ich trotzdem Kontakte halten? Und wo kann ich gut für mich sorgen? Das ist das Wichtigste. Also es ist, glaube ich, notwendig, sehr aktiv zu bleiben in dieser ganzen Zeit. Ja. Und sehr, wirklich sehr viel Positives an Gegengewicht
dazu zu setzen, was wir alles auf der anderen Seite aushalten müssen und wo es uns runterzieht. Was ist so, kannst du einen wichtigsten Ratschlag, wenn du so deine Hilfe destillierst quasi, was ist immer so der wichtigste Ratschlag für deine Klienten? Der wichtigste Ratschlag? Ja, also dieses, ist das so, das, sorge dich um dich selbst oder sorge dafür, dass du glücklich bist oder tue das, was dir gut tut. Hast du da so ein Grundthema, was du nochmal abschließend beschreiben kannst? Glaub, nee, weiß ich nicht. Also das geht schon so in die Richtung. Ich glaube, Selbstfürsorge ist das, was immer, also was auch immer mehr salonfähig wird als Wort, habe ich den Eindruck. Also bei ganz vielen. Also ich glaube, es ist Selbstfürsorge. Und nimm das ernst, was du wahrnimmst. So, das ist wichtig. Und das hat dann auch nichts mit Egoismus zu tun, ne? Ich glaube, die Lanze nicht. Muss man auf jeden Fall auch noch brechen. Nein, Egoismus, den wir so verinnerlicht haben, dass der so schlecht ist, der meint ja, ich nehme mir was, damit es mir gut geht und ich gebe kein Pfifferling drauf, dass es jemand anderen dadurch schlecht geht. Aber wenn es mir wirklich gut geht und Dinge, die mir Freude bereiten, die könnten einem anderen gar nicht schaden. Also das würde mir ja keine Freude machen, wenn ich weiß, jemand anderes und vielleicht sogar gerade mein Partner leidet drunter, weil ich ihm was wegnehme und ich kriege das jetzt und er nicht. Sondern wirkliche Freude schließt die anderen immer mit ein. Deswegen ist das in keinster Weise egoistisch. Im Negativen. Genau. Es ist sehr fürsorglich. Und wenn ich mich um mich kümmere, dann erwarte ich auch nicht, dass jemand anderes es tut. Das ist ja meistens ein Streitpunkt in Beziehungen, dass man denkt, wer erfüllt jetzt wessen Bedürfnisse zuerst? Und da ist es wirklich ratsam, bei sich selber immer wieder anzufangen. Das ist vielleicht so ein Rat, den ich immer im Kopf habe. Fang immer bei dir selber an. Was macht es mit dir? Eine meiner Lieblingsfragen ist immer, und das stelle ich auch den Männern, die manchmal dann so schmunzeln, wie du es gerade tust, ich frage mal, wie fühlt sich das für sie an? Mhm. Ja, wie fühlt sich das für mich an? Wie fühlt sich diese Krise gerade für mich an? Mhm. Und da gibt es schöne Methoden, dass man sich mal aufmalt, wo sind meine ganzen Ressourcen zum Beispiel? Wie bin ich gerade finanziell aufgestellt? Wie ist es mit meinen Freundschaften? Wie geht es mir persönlich? Meine Kreativität? Kann ich das leben, was ich möchte? Wie ist es mit meiner Arbeit? Ist die gut? Ne? Wie bin ich emotional? Kann ich die Gefühle ertragen, die mich hier so beuteln? Oder ist das zu viel? Oder bin ich da tatsächlich gut mit mir? Bin ich spirituell verankert? Wenn man sich diese Bereiche vergegenwärtigt und dann mal so Bilanz zieht. Das ist in solchen Zeiten wie jetzt total hilfreich. Es ist total hilfreich zu gucken, was kann ich, was habe ich, was macht mich aus, was könnte ich tun, damit es an einigen Stellen besser geht. Und dann, finde ich, kommen wir aber auch noch auf den anderen Bereich und was ist es gerade zu betrauern, was gerade nicht mehr geht. Denn es gibt so viel, es wird ja auch davon gesprochen, so viel, was im Moment verloren geht oder wo wir Verluste haben oder was nicht möglich ist. Und es wäre, glaube ich, falsch, immer noch das Positive zu gucken, dann kriegt das irgendwann so einen komischen Beigeschmack, sondern es ist auch wichtig, dann zu sehen, und das macht mich wirklich traurig. Also wenn ich, was ich vorhin sagte, wenn ich jemand bin, die gerne in Kontakt geht, sich mit anderen im Café trifft und einfach da alle fünf gerade sein lässt und ich kann das nicht mehr oder ich kann meine Eltern nicht mehr umarmen, wie ich das gerne möchte, dann ist das natürlich ein Trauerprozess, den wir gerade alle hier erleben. Und der braucht Aufmerksamkeit. Das wäre so meine Prognose und mein Wunsch, dass wir da behutsam mit uns umgehen. Ja. Und Trauern ist auch erlaubt. Das ist notwendig. Sogar notwendig. Ja. Siehst du? Ja. Ja. Ja, hochinteressantes Gespräch. Ich könnte hier noch Stunden weiter in die Tiefe gehen mit den einzelnen Themen. Auch. Aber ich weiß. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Karin, für deinen, ich sage mal, globalen Rundumblick in Sachen Coaching, Training, jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, aber allgemein. Und ich denke, der ein oder andere Punkt ist vielleicht sehr interessant gewesen, auch um mal bei sich selbst zu gucken, sie selbst für Sorge zu überprüfen. Und ganz herzlichen Dank. Demnächst gibt es wieder ein einfach erklärt, das Interview mit Relevanz. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke.